Guten Tag. Ich will zu zwei, drei Punkten sogar sprechen. Erstens zur SPD-Wahlkampagne gegen die Linke. Der SPD-Vorsitzende Gabriel hat ja erklärt, er will jetzt in erster Linie den Linken die Stimmen abjagen. Damit offeriert er, dass sie sich offensichtlich aus eigener Kraft gar keinen Sieg mehr bei den Bundestagswahlen zutrauen. Mir scheint aber, dass diese Strategie in doppeltem Sinne falsch ist. Die SPD wird vergeblich hoffen, die Linke aus dem Bundestag zu drängen. Wir reden gar nicht darüber, ob wir reinkommen oder nicht, sondern wir reden darüber, ob wir unser altes Ergebnis erreichen oder nicht. Und wir sind da sehr zuversichtlich. Wir haben ganz klar gar nicht vor, einen Lagerwahlkampf zu machen oder einen Koalitionswahlkampf, sondern wir werden natürlich für die Linke einen völlig eigenständigen Wahlkampf machen. Gleichzeitig bedauern wir aber, dass Herr Gabriel übersieht, dass es auch eine Machtperspektive für einen Politikwechsel geben muss. Und diese Machtperspektive gibt es aus heutiger Sicht ohne die Linke nicht, weder inhaltlich noch mathematisch. Inhaltlich deshalb, weil die Linke original für soziale Politik steht, für Verteilungsgerechtigkeit steht und für die demokratische Teilhabe der Menschen. Ohne die Linke könnte die SPD das Wort sozial gar nicht mehr buchstabieren. Deshalb halten wir auch nach der Niedersachsenwahl an dieser Grundstrategie der Linken fest. Wir werden deutlich machen, dass wir die konsequente soziale Partei sind, die im Übrigen auch in den Konzepten Unterschiede zu den anderen Parteien, zur SPD und Grünen aufweist, die aber sich insbesondere durch Glaubwürdigkeit auszeichnet und die dringend gebraucht wird, um einen Politikwechsel im Land zu vollziehen. Zweitens, wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass es eine erneute Rentendebatte bei allen Parteien im Deutschen Bundestag gibt. Es scheint aber so zu sein, dass das nicht wirklich ernst gemeint ist, sondern dass es um Wahlarithmetik geht. Natürlich wird die Rentenfrage im Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Auch die Linke fühlt sich da gut aufgestellt, aber es ist etwas zu früh, die politische Handlungsfähigkeit in dieser Frage schon einzustellen. Wir haben ja die ganze Zeit einen runden Tisch gefordert, um einen größeren Rentenkompromiss hinzukriegen, im Interesse der Rentnerinnen und Rentner und der zukünftigen Rentner und Rentnerinnen. Das ist leider nicht gelungen, aber jetzt wären alle gut beraten, wenigstens einen kleinen Rentenkompromiss zu machen, der aus unserer Sicht aus zwei elementaren Dingen besteht. Erstens den schnellen Einstieg in die Ostrentenangleichung. Zweitens die rentenrechtliche Gleichstellung der Mütter von Kindern, die vor 1992 geboren wurden. Das ist das Mindeste, was man von allen Parteien verlangen kann, dass sie die restlichen Monate nutzen, einen solchen kleinen Rentenkompromiss zustande zu kriegen. Die Linke würde dieses Vorhaben unterstützen. Lassen Sie mich drittens noch eine kleine Bemerkung machen zu der aktuellen Sexismusdebatte. Aus unserer Sicht ist es nicht so, dass jetzt erst durch das Verhalten von Herrn Brüderle, das ich gar nicht beurteilen mag, eine Sexismusdebatte zustande kommt. Diese Debatte gibt es schon die ganzen letzten Jahre. Und was übersehen wird, dass Menschen, die in abhängiger Beschäftigung sind und in wirtschaftlicher Abhängigkeit sind, sehr viel stärker von sexistischen Übergriffen betroffen sind als andere. Ich habe selber sehr oft erlebt, dass Frauen von Vorgesetzten unbefristete Arbeitsverträge angeboten wurden, wenn sie mit ihnen ins Bett gehen. Und da wurde richtig mit Erpressung und ganz brutalem Vorgehen gearbeitet. Und wir würden die Debatte gerne auf diese Bereiche erweitern, die vielen Verkäuferinnen, die vielen Reinigungskräfte, die vielen Sekretärinnen,
die alle abhängig sind, häufig von männlichen Vorgesetzten und sehr stark sexistischen Übergriffen ausgesetzt sind, im Übrigen noch befördert durch die prekäre Lage, in der sich viele Menschen in dieser Gesellschaft befinden. Und die Linke wird den Versuch starten, tatsächlich diese Debatte auf die vielfach betroffenen Frauen in solchen Abhängigkeitsverhältnissen auszudehnen.